Ja, grüß Gott, Madl und Burm. Hier ist wieder der Peter vom Barbecue Alt Perlach. Mal wieder bei meinem Freund Hans am See haben wir sie. Und wir haben etwas Wunderbares gemacht. Schaut euch das einmal an. Das ist ein Côte de Bœuf, ein Ochsenkotelett mit einem Kaffeerub, den wir selber gemacht haben. Dazu einen Spargelsalat und einen grünen Salat. Heute haben wir praktisch vegan gegrillt, gell? Und wie wir das alles gemacht haben, das zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß dabei. Ja, was brauchen wir jetzt für unsere Coffee Rub Steaks, also für unsere Ochsenkoteletts mit Kaffee, Gewürzmischung mit Coffee Rub, da brauchen wir was und das sage ich, da gebe ich jetzt lieber zum Hans, bei dem wir heute zu Gast sind und dann schauen wir uns das an. Also hier haben wir unsere kleinen Koteletts, dry aged vom Kaspers Hofladen in Puchheim, da fahre ich jeden Tag vorbei und da kann ich dann immer reinhupfen und mir was mitnehmen. Hat so ungefähr 4 cm sind dick, hat so ungefähr 1,2 Kilo das Stück. Aber jetzt machen wir mit dem Rest weiter. Da drüben habe ich meine Hightech-Kaffeemühle, die werden wir dann füllen mit einem Kaffee. Da haben wir Koriander, hier ist noch Rohrzucker, Paprika, Knoblauch, schwarzer Pfeffer, da vorne haben wir Kristallsalz, hier versteckt sich Zwiebelpulver. Wir machen Sous-Vide, das heißt, wir werden dann dieses Gerät verwenden, den Caso. Da haben wir Butter und da drüben ein bisschen Rosmarin. Hier drüben in der Badewanne haben wir das Wasser auf 52 Grad erhitzt und da dürfen dann die Koteletts baden. Wir schweißen das jetzt ein. Da tun wir ein bisschen Butter und Rosmarin dazu. Dann sagen wieder welche, das tut man nicht. Wir tun das trotzdem. Und dann kriegen die einen Badeanzug angezogen und dann kommen die da rein. Und das zeige ich jetzt. Und danach machen wir den Rub. So, der Hans ist schon ran an meinem Beutel. Meinen Sous-Vide-Beutel. Immer oben ein bisschen umschlagen, dass man kein Schlanzes da hinkriegt. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir hier unsere Almes da reinkriegen. Das ist uns gelungen. Und da tun wir jetzt einfach, weil es schön ausschaut, ein Zweigerl Rosmarin dazu. Und ein Knob of Butter, wie der Engländer sagt. Also ein Butterknopf. Und dann machen wir dieses mit dem anderen und dann schweißen wir. Wir würzen nicht, das machen wir alles dann danach. Das ist so viel Liebe, das hast du da rein. Ja. In meinen Beutel. Hast du, bist du bereit? Ich bin bereit. Hast du alles vorbereitet? Komm doch her. Komm, mit deinem kleinen Kotelett hier. Ja. Ein bisschen aufpassen müssen wir, dass der Knochen hier nicht kommt. Nicht das Ding kaputt reißt. Ich habe jetzt diesmal, schaut her, Prozessoptimierung. Wir haben praktisch sofort den Rosmarin mit drin gehabt, dass wir uns einen Schritt sparen. Und jetzt den Butter dazu dann. Der Butter ist drin. Und jetzt richten wir unser Gerät her. Unser Schwarzgerät. Also, du einführen. Da rein. Ja, in das Schlitzerl rein hier. Ja. Da war er drin. Wie er drin ist, machen wir zu. Ja. Vakuumieren und schweißen. Ab dafür. Und raus das Ding. Also man sieht, der macht hier zwei Schweißnähte auf. Der liebe Caso. Ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Mhm. Und jetzt machen wir gleich den nächsten noch. Die nehmen wir raus und jetzt sind sie fertig. So, unsere Freunde haben jetzt ihren Badeanzug gekriegt. Das heißt, du könntest sie in den Pool geben, also zu Wasser lassen. Diesmal passt sogar. Schauen wir mal. Passt das rein? Nein, passt, die Jungs. Ja, hoffen wir es einmal. Einer ist drin. Der größte Hofer, den wir gefunden haben. Ja. Und? Ja, wunderbar sind sie drin schon, ja. 52 Grad. Genau, also Temperatur, Wassertemperatur 52 Grad, Warmwassertag ist heute 20. Und das Warmbadetag. 2 Stunden 5 haben wir jetzt. Gell? Ja, das passt schon. Jetzt schauen wir mal so 2 Stunden, 2,5 Stunden, lassen wir die da drin. Und dann, bevor wir praktisch zum Frühschoppen übergehen, weil es ist in der Früh um 9 oder so, gell? Nein, halbe 10, Viertel nach 10. Ja. So lange Kaffee drin. Jetzt machen wir den Rappen. Hans? Ja? Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Wir brauchen erst Koriander, wir brauchen gemahlenen Koriander, so einen halben Esslöffel voll. Und die tun wir jetzt in unsere Kaffeemühle und jetzt kannst du, nachdem wir verlassen haben, genau. Ja,
ja gar nicht so einfach. Deswegen machst du das ja du. Geht schon. Jetzt war das, glaube ich. Schauen wir und? Mal rein. Also erstmal da drauf schauen, gell? Das ist ja eine Jägermeister-Kaffeemühle. Das ist von deiner Großmutter noch. Ja, aber da ist doch der Jägermeister-Hirsch drauf. Mhm. Werbung durch Namensnennung. Also jetzt schauen wir mal. Mein Hans, großartig. Wie schaut es denn aus? Und super, ja, tut das gut. Also rüber. Mhm. Zack. Da muss man festschrauben. Da. Jetzt. Und jetzt machen wir noch einen Esslöffel Kaffee rein. Was? Oh, ich muss eine Technik finden, dass die Zuschauer was sehen. Jetzt, Hans, du bist schon eingerimmt. Ich drehe. Du bist schon Eidraht. Eidrahter. Ui. Besser? Ja. Also. Wir hätten, glaube ich, auch eine andere Maschine gehabt, aber irgendwie ist das schon schön, oder? Ja, natürlich. Schon schön. Und Oma gefreut sich. Ja. So, weiter geht's. Wir tun jetzt einen Esslöffel Salz dazu. Esslöffel Zucker. Uno. Uno. E un quarto, also ein Quartel. Ja. Esslöffel Paprika. Ja, machen wir gleich da drüber. Ein Viertel Esslöffel, wie viel ist das? Ein Viertel halt. Ist das ein Viertel? Nein, ein bisschen. Ein bisschen meine Diskussionen hier am Frühstückstisch. Ein bisschen was geht schon noch, jetzt. Da brauchen wir ein Viertel Esslöffel Knoblauch. Viertel. Viertel. Knofel. Pulver. Pulf die Knofel. Gut. Dann haben wir hier ein Zwiebelpulver. Ein Granulat. Viertel. Hallo? Schaut aus wie das andere, gell? Ja. Und dann haben wir noch ein Viertel Teelöffel Pfeffer. Da steht zwar schwarzer Pfeffer drauf, aber wir haben ihn frisch hineingemahlen. Ein Viertel Teelöffel oder ein Viertel Esslöffel? Ein Viertel Esslöffel. Was habe ich gesagt? Teelöffel. Haben wir gar keinen Teelöffel da. Dann trinken wir keinen Tee. Nein, wir haben so einen Kaffeelöffel. So, und jetzt mischen wir es durch. Würde ich jetzt gar nicht einmal unbedingt in einem Mixer machen oder so, weil ich mag das schon gern, wenn es ein bisschen so körnig ist. Es riecht unglaublich gut. Ja, tut's gut. Wir haben neulich mal Steaks in Rum- und Kaffeemarinade gemacht. Also Kaffee und Steaks passt super. Wir warten jetzt eigentlich nur drauf, dass in zwei Stunden unsere Steaks fertig sind. Was machen wir dabei? Trinken wir halbe. Trinken wir halbe. Eine haben wir noch. Also meine Frau geht jetzt mit der Sigi hinein, weil die machen noch einen Spargelsalat. Und wir sitzen da. Und trinken noch eine halbe. Prost! Sonntag früh in Bayern. Die Siege ist schon wieder fleißig. Die Männer haben einen Spargel geschnitten, das sind Spargelspitzen gewesen. Und die Siege macht da noch rein an gekochten Schinken, Zwiebeln und Eier. Jetzt haben wir noch einen Schnittlauch dazu getan. Den Spargel gießen wir jetzt ab. Und dann lassen wir es ein bisschen abkühlen, bevor es zu den anderen Zutaten wieder dazu geht. Erneut haben wir Diskussionen gegeben, wie wir jetzt den Beutel rauskriegen. Jetzt waren die zwei Stunden bei 52 Grad drin. Dann haben wir gesagt, das an sich verpönte Gerät eignet sich aber zum Rausholen von so einem Beutel. So ist. Aber dann stechen wir ins Vakuum. Ist auch wurscht, wir werden es eh raus. Nein, ich stehe nicht ins Magnum. Ins Magnum? Ins Magnum. Ins Magnum. Ins Magma meinst du? Schauen wir da den Kameraden. Dann her den Kameraden. So, wir machen jetzt einmal einen. So. Also typisch für Sous Vide ist, dass wir ein bisschen einen Saft drin haben und dass das so eine leicht graue Farbe kriegt. Das ist aber normal. Dann stechen wir auf. Also das Vakuum hat auch gut gehalten und holen den Karwenzmann heraus. Ja, der ist schön warm. Also ganz typisch hier diese graue Farbe. Jetzt werden wir den nochmal ganz kurz abtupfen. Ah, schön. Und da unten auch ein bisschen sauber machen. Den Rosmarin weg. Also erst noch das Gemüse. Wir wollen ja Fleisch machen. So, jetzt werden wir den einrabben, mein lieber Hans. Ich tue drauf und du pappst hier. Ja,
Könnten wir es einmal andersrum machen? Nein, ich bin der Chef. Was mal andersrum machen? Nein, gehen wir nicht. Das ist rechtlich nicht möglich. Von der versicherungstechnisch. Hey, Berufsgenossenschaft mag das gar nicht. Da ein bisschen was drauf da. Das riecht gut, gell? Nein, sag ich. Jetzt drehen wir es um, das Viech. Und machen Teil 2. Ich finde, das ist großartig verteilt. Ja, ich hätte es besser hingekriegt. Mein Wahnsinn, du sollst sagen, ja, stimmt. Besser hätte ich es auch nicht hingekriegt. Ja, ich war mal mit Profis arbeiten. So, perfekt. Jawohl, Peter, perfekt. Na, was? Jetzt perfekt. Okay. Bleibt uns noch eins zu sagen, ab zum Grill, oder? Jawohl. Ab zum Grill. Grill haben wir jetzt voll mit Kokoko wieder. In der Mitte haben wir einen schönen, ganz heißen Bereich. Und da geht es jetzt drauf. Ja, das können wir noch ein bisschen als Würze da auch in die Kohlen gehen. So. Das lassen wir jetzt einfach so von jeder Seite 2-3 Minuten. Riechst du das? Ja, das riecht geil, gell? Oh, da zischt's. Da zischt's. Schauen wir mal schon mal. Wie schaut's aus? Das war schon umdrehen. Weil da ist natürlich Kaffee drin, Zucker. Da kann es natürlich sein, wir sind sehr nah an den Kohlen dran, dass wir da relativ schnell eine Flamme kriegen. Jetzt mal da ein bisschen. Wir haben natürlich das Fett auch dran lassen, das tropft jetzt auch runter. Aber schon geht's weiter. Ja, das ist genau ums Fett rum, siehst du das? Ja. Jetzt darf ich sagen, es ist Zeit, dass wir es runterrühren. Wir haben so 2-3 Minuten pro Seite gehabt. Oder über den Tisch. So, der Salat ist fertig, der ist mit Essig, Öl, Salz, Pfeffer und Zucker an. Wollte ich auch gerade sagen. Es kann nicht so einfach an Hans jetzt noch zurückzuhalten. Gell? Aber wir werden jetzt einfach mal am Knochen hier entlang schneiden. Und einmal da rüber. Also am Knochen ist es immer natürlich etwas unlebendiger. Wer schneidet? Etwas lebendiger wolltest du sagen. Lebendiger, was habe ich gesagt? Unlebendiger. Macht nichts. Schaut gut aus, oder? Kann sein, ja. Schaut gut aus, sehr gut. Und jetzt haben wir es aufgeschnitten. Jeder hergelegt, ich mache dann einfach hier so ein bisschen von dem fermentierten Pfeffer drüber, ein bisschen angestoßen. Den sollte man auch anstoßen. Ich habe jetzt kein extra Salz, weil wir haben sehr viel Salz im Rub drin, aber man könnte jetzt da noch Salzflocken drüber tun. Und dann habe ich hier noch den Jack Steak Pfeffer Royal Spice. Den lege ich jetzt einfach da drüben, da ist eine kleine Insel machen. Da können wir dann reintitschen. Hast du Hunger? Ja, also kannst du vielleicht. Hansi, halte an dich. Ja, und so schaut es dann aus, wenn es fertig ist. Unser wunderbares Ochsenkotelett mit Spargelsalat. Was ist denn das da? Eier. Mit Spargelsalat, grünem Salat. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Der hat so einen Hunger. Auf geht's. Und dann habe ich noch das Getränk. Der Hansi ist ein bisschen antialkoholisch unterwegs. Morgens um 10. Ja, mir ist es wurscht. Bei mir gibt es ein wunderbares Augustiner
Weil Augustiner, das ist einfach das beste Bier oder das, was mir am besten schmeckt. Du magst es auch gern? Gerne. Gestern habe ich noch ein Glas gekriegt, heute muss ich aus der Flasche trinken, aber es macht nichts. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Falls dem so ist, wäre ein Daumen hoch oder ein netter Kommentar. Nett, wäre ein netter Kommentar, nett, so kann man das sagen. Ansonsten auf Abo drücken, nichts mehr versäumen, die Glocke auch drücken für die Nachrichten. Und ja, haben wir es, oder? Spaßl, wir haben es. Viert's euch. Servus.